Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. GG, Dankeschön, ja. Genau, ja, das habe ich schon mal herausgefunden beim irgendeinem letzteren Bosskampf, dass der Name sich verfärbt, je weiter die HP unten sind. Aber die Mechanik gerade hätte ich auch nicht verstanden, also. Die gute Frau hat ja so viel Schaden reingebolzt. Das war ja schon ein bisschen beängstigend. Speichere ich jetzt nochmal? Nur so ein Schisskopf. Ah, ich weiß nicht, gab es denn jetzt eine richtige Mechanik? Also, dass man sie angreifen muss, ja, okay. Habe ich gecheckt oder richtig vermutet, sage ich mal, wegen, weil sie das Viech ja auch wiederbelebt hat. Also, wenn sie fällt, fällt auch das Viech. Ich sage jetzt einfach sie, da scheint ja Schiedsrichter, keine Ahnung, ob männlich, weiblich, divers. Deshalb, ja. Aber jetzt mit dem Bogenschützen und so, das war ja einfach nur Damage gekloppt. Da hätte ich meine HP hochhalten müssen, was ich ja nicht mehr geschafft habe. Are we there yet? Feels like we're about as far up these ruins rear end as a fella can go. Shh. Did you hear that? Cut you with your pants down. Mit heruntergelassener Hose erwischt. Oh, das ist aber nicht gut. Ich habe bei meinem Save eine 3 mit einer Sonne. Das muss ich gleich nochmal gucken. Ist mir nicht aufgefallen. Your schmores. You stole it from the tree folk and now I'm stealing it back. What you gonna do about it, huh? Nothing. That's what. What you gonna do? Kill her. Ah, bitte nicht. Huh? Hey, no fair. Any final nuggets of cleverness you'd like to share? Muss ich gleich noch mal gucken, wenn ich speichere. Vielleicht, ich habe eine Idee, aber ich müsste jetzt noch mal gucken. Just one. Because I'm the luckiest girl alive. So you best skedaddle before reinforcements. Oh, oh my gosh, they're right behind you. What? Was geht ab? It seems the luckiest girl alive has run out of fortune. Dang it. What the? Oh my gosh, look! They really are behind you! Come now. You don't really expect me to... Lean, you in here? There, look! Ich habe jetzt nicht geheilt, falls es zum Kampf kommt. I need a hostage. Keine Ahnung. No! Nuh-uh. You stay back! Falls ich kämpfen muss. Ups, tschüss. Just call me. The luckiest girl alive. Why is this happening to me? Ah. I don't know, but
But those reinforcements she wished for are coming this way. Come on, Marissa. Let's get them. Ja, heilen wir uns vorher nochmal? Ja, ne? Sicherheitshalber. Francesca. Magische Tropfen. Nehmen wir auch nochmal. Nicht alles verballern. Ich weiß ja nicht, was kommt, aber jetzt der nächste Kampf kommt. You. You're the monster who attacked my village. Sorry, have we met? I've done a lot of terrible things in my day and all the despondent faces tend to blur together. How about my face then? Oh, I never forget a traitor. Or a tailed freak. And now I see you're wagging that disgusting appendage for the League. Alles klar, bis gleich. No less from a half-breed. The hatred's mutual, fathead. You bothered to chase us all this way? What dull lives you must lead. Oh ja, ich habe ein ganz langweiliges Leben. Who let a damn mask in here? If you're slinging that epithet around, you must be a guardian. Well, you can unwringle your scowl. We found no primal lens here. Shut up! You're nothing but a thief and a marauder. This is like multiple fated encounters all at once. That lean kid really does have luck by the short and curlies. The only way you worthless sacks of skin will slip away is on a puddle of your own clotting blood. Genau, Francesca. As if the dregs of the League could ever defeat me. Cool, noch ein Kampf. Und die Ressourcen sind. Bescheiden. Beide haben eine C-Verteidigung. Was macht sie? Okay, 80. Gar nicht schlecht. Oh, 199. Der hat gesessen. Ah, sie kann halt Schilde brechen mit ihrem Stab. So, er greift wieder an. Magischer Schlag. Und Francesca macht eine Wiederherstellungswelle. Muss mal sein, wir müssen jetzt heilen. Der macht mir ein bisschen Ärger da vorne, der Typ. Oh,
129. So, Herzbein ist schon mal gelb. Ist halt schade, dass er schläft da vorne. Sie greift mit an. Ja, sie frisst halt Schaden da vorne. Nicht gut, nicht gut. 88 ist gut. Okay, sie hat eine Verteidigung hochgezogen. Er ist rot. Welcome back. Er greift zwei Mal an. Das ist vor allen anderen greift er an. Okay, er ist weg. Sie ist auch weg. Ach, ich habe nichts mehr zum Wiederbeleben. Das ist halt... Das ist gerade alles draufgegangen. Schade, Schokolade. Schade, Schokolade. Gucken, ob wir es schaffen. Oh, er ist wach. Er ist wach. Jetzt kann er angreifen. Kann ja nur noch angreifen. Mit Heilen ist nicht mehr viel. Das ist leider das Problem. Vielleicht komme ich damit durch. Oh, 180 ist wunderbar. Mein armes Bäumchen. Huh. Sie ist noch nicht im gelben Bereich. Ich glaube, das wird nichts. Ja, sorry, mein Freund. Zum Glück habe ich nochmal gespeichert. Und bin ich einfach so reingerannt. Das war's. Revanche. Man muss ja auch mal... Ich kann beide angreifen. Das ist halt... problematisch, dass sie auch hintereinander angreifen. Oder war es problematisch, dass Noah so lange geschlafen hat auch? Aber ich habe hier auch keinen Gegenstand.
der ihn wieder wach macht. Ich habe allgemein keine Gegenstände mehr, um irgendwie zu heilen. Hier bist du auch gescheitert, hast es beim zweiten Mal geschafft. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich es schaffen soll. Ohne Gegenstände weiters. Er hat ihn halt gleich schlafen geschickt, das war... Oh, sie macht gleich die harte Attacke, ja. Die keine... Nicht weit das Sinn hat. Oh, natürlich beides mal auf ihn. Gucken, was der Automodus so Schönes macht. Oh, jetzt hat er zwei eingeschläfert. Na cool. Aber die Attacke ist komplett sinnlos. Ich könnte noch versuchen, zuerst auf die Frau zu gehen, weil sie ja doch mehr Schaden macht als er. Weil sie auch die hinteren Reihen eingreifen kann, was er nicht kann. Das wäre nochmal eine Idee. Und wenn alle vorne schlafen, bin ich eh am Arsch. So, cool. So, und sie erneuert halt auch die Verteidigung. Das kommt noch hinzu. Kann man einen Kampf abbrechen? Nee, sie macht zu viel Schaden. Ich muss die hinten erst angreifen. In der Hoffnung, dass sie vorne nicht einschlafen. Das würde ich mir jetzt noch wünschen, dass ich einen Kampf direkt abbrechen kann. Wenn ich merke, es bringt nichts, dass ich den neu starte. Stattdessen muss ich mir das jetzt einmal komplett angucken, wie ich auseinandergenommen werde. Sie da hinten frisst auch noch ganz schön Schaden. Mit ihrer Verteidigung. Gar nicht so einfach, da durchzukommen. Ja, sie macht viel Schaden. Mit ihrer Magie. Sorry, I'm out. Okay, gucken wir noch mal. Gucken wir noch mal. Ich kann sie angreifen. Er kann sie auch angreifen. Er kann sie nicht angreifen. Oh. Das ist tricky. Das macht's alles ein bisschen tricky. Mal kurz Kamera einstellen. Ich bin etwas dunkel.
Ich habe das vorhin ein bisschen runter gemacht durch den sag schon, durch die Sonne. So, ich glaube, das weiß ich nicht, ob ich das heute noch hier gebacken kriege. Also ich würde ja gerne hinten angreifen, aber kriege ich nicht. Die ist zu geschützt und den da vorne. Oder ich muss es mit Heilen probieren, aber ich kann nicht die ganze Zeit heilen, oder? Das geht ja ganz schön aufs Mana. Also ich muss mich ja fokussieren. Er kann hinten nicht angreifen. Er könnte hinten mit angreifen. So, was kann er? Kann er nur auf den machen? Ein Angriff geht auch nur nach vorne, ne? Ja. Den kann sie aber nach hinten ausführen. Ja, schick mich gleich schlafen, komm. Jawoll. Erstmal schön schlafen. ...134, wunderbar. Das kann ich aber auch nicht so oft machen. So. Francesca. Greif mal schön hinten an. Das ist richtig. Wie kriegen wir das wieder hin? Euch fit zu machen. Du bist schon mal wach, das ist gut. Bringt das was? Es würde halt ein bisschen Heilung erstmal bringen. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwieriger Kampf. Francesca heilt auch immer spät, die ist halt langsam. Aber es hat gut geheilt, okay. Francesca braucht MP. Das kann man auf sie machen, okay. Der magische Schlag. Sie kann noch eine Welle machen. 40 MP, aber... Ich weiß nicht, brauche ich die Welle? Kann ich es riskieren?
Magische Verteidigung würde hochgehen, aber ist auch nur für... Ist für alle sogar. Okay. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Der Wasserschleier, das ist gar nicht schlecht. Da macht die doch gar nicht mehr so viel Schaden mit ihrer Magie. Das hätte ich mal vorher wissen sollen, ey. Jetzt hat sie die Verteidigung erneuert. Ja. Mann. Die nimmt auch keinen richtigen Schaden ein. Die gute Frau. Magischer Schlag nochmal. Sie hat ja nichts mehr, also stille Wut. Die wird noch nicht mal gelb da hinten, die gute Frau. Die wird noch nicht mal gelb. Na, schauen wir mal. Schöne Kameraperspektive. Oh, jetzt ist sie. Sie ist angeschlagen. Oh, 161. Eieiei. Francesca, du bist aber ganz schön wütend, glaube ich. Oh, du. Noah sieht schlecht aus. Er muss nochmal so angreifen. Machen wir das. Komm, machen wir, auch wenn das nicht so viel bringt, aber ein Heiltropfen noch. Spannend, spannend. Ah, man hat sie nach hinten verschoben mit dem Angriff, ne? Hättest aber auch mal anders angreifen können. Okay, sie ist fast weg. Ne, nicht Auto. Das nochmal. Er greift nochmal an. Ich kann auch nur den magischen Schlag machen. Francesca kann eigentlich nur angreifen. Mmh,
Schick ihn schlafen. Na ja, schick beide schlafen. Ach. Das ist doof, ey. Okay, sie ist weg. Jetzt brechen wir seine Verteidigung vielleicht noch. Ich würde jetzt tatsächlich den Automodus durchknallen. Weil die vorne tanken verhältnismäßig gut. Keine Ahnung, ob das reicht. Aber wenn Francesca noch ein bisschen mit drauf knüppelt, könnte das ja was werden. Oh, er ist schon angeschlagen. Oh, das sieht gut aus. Aber Francesca hat ihre Wut nicht mehr. Er ist weg. Ist okay. Ist okay. Kann ich mit leben. Der Rest prügelt die Kacke aus ihm raus. Einfach. Geschafft. Bin mal ein bisschen in Spitzen gekommen. Muss ich ehrlich sagen. Bin ich ganz ehrlich. Hat mich zum Spitzen gebracht, der Kampf. How could I lose to these weaklings and a bunch of their pet animals? You're coming with us. You sullied the watch's name and now you're gonna help us clear it. You too, mask. Sorry, love, but the Conclave of the Dawn keeps a busy schedule and you're not on it. Konklave der Dämmerung. Ja. No. You wouldn't dare. What's she doing? Erstmal teleportieren. Farewell, my imperial minion. It's been fun. As for you, my young guardian, well, I feel certain we will meet again. No, stop. Looks like you'll be facing the music alone, mate. Mate? March, brigand! Hop, hop, hop! What's wrong, Calthor? I feel as if someone calls to me. What do you mean? I am not certain. It's not a voice, more a feeling. The rune of proven verger. I thought Lean ran off with that. Unless this is a different one. Maybe the barrows were waiting for you. So. Der auserwählte Baum. Waiting. Kalator. We guardians believe every barrows is waiting for the right someone at the right time. In this case, I think that might be you. And it's a guardian's duty to protect the barrows until that crucial moment. Waiting. So they were waiting for me insane too? Kann sein. Kann alles sein. What do you mean you got the rune back? That girl had it when she emerged from the proving grounds. Lean? Well, I'm glad she's all right. Although I kind of figured as much, honestly. Then what is this rune I have? Come closer, Calathor. Der Elderzweig möchte mit dir sprechen. Treefolk believe it is right to cherish the old and cling fast to traditions of yore.
Dann los geht's. Dendriak believes that is why this rune was bestowed on you. For you are drawn to the outside world and all things new. You alone can lead the Treefolk down a different path. Hm. Den Baumhirten auf einen anderen Pfad führen. Klingt interessant. But how can... Old things can be good or ill, just as new things can be good or ill. But you never know what you have until you experience what is missing. The Dendriarch wishes you to venture into the great unknown, so we might all cherish the old that much better. Dendriarch alles möchte. Der kleine Baum muss das ausführen. It is what he desires, yes. Mm-hmm. All right. You saved me, the Dendriarch, and all the tree folk. And I am ever so grateful. Do you think I might come with you? Gerne. Du darfst mitkommen, mein kleines Bäumchen. I like that, Calthor. Junger Baumhütte Calathor. So, what about Lean? Lean? Is she still here? I was wondering why we haven't seen her. Aye, about that. After returning the rune to the Dendriarch, she took off in quite the rush. Said something about having big things to do. Jetzt jagen wir der Schwester da hinterher mit. Ja, puh. Well, maybe we should return to our village. Lean might try and make her way there. If I see her, Noah, I'll tell her to seek you out. That's what you want, right? If you wouldn't mind. Stop! Who are you? Where did you come from? Another raider! What? Was? Nein, bestimmt nicht. Bestimmt ist es ein Freund. Siehst du, Saban. Noah! Wow, I didn't expect to find you here. Talk about your crazy luck. Oh, wir sind schon wieder zurück. The spy Hurstwine is enjoying the comforts of one of our cells. Now I would hear from you, Sabine. If you're safe, I trust the Lady Periel is as well. You don't gotta worry. Me, the lady, and that butler fellow went east before crossing the desert south into Eucharis. Periel said she's on friendly terms with their king, and that he'd help her out. But I thought we agreed to meet here. The lady said you and Ymir could hold down the fort, which gave her a chance to, and I quote, take the initiative. Klingt gut. Das klingt gut. Sounds like her, all right. Ah, yes. It most certainly does. Thing is, while we made it to you, Chris, the negotiations ain't going so hot. So, she sent me here to fetch a little help. Hmm. You crossed the Great Wood by yourself. Madness. Well, we live in mad times. Also, I had a little help from someone in you, Chris, who knows the route. King Yumashirith and Lady Periel have known each other since they were children. But though Eucharis was the first nation we reached out to before the Battle of Eltisvice, reinforcements never arrived. Near as I can tell, the Yuma kid wants to help. But he ain't the most forceful sort, and he's surrounded by nervous pillow sitters who don't want to get on the Empire's bad side. Politik. Jetzt kommt Politik ins Spiel wieder. They're playing nice with the jerk faces who invaded Eltisvice? The Empire has been selling a different story. They claim the invasion was in response to border violations committed by House Groom. Besides, the League of Nations is hardly a monolith. Just a bunch of little fish all looking out for number one. Regardless, Perry's counting on us, so we should head for you, Chris. Sollten wir machen, neue Stadt. Perry? I mean, Periel. You know, the lady? Lady Periel? Better. Besser, ja. I can show you the way.
Won't even gripe about how I just got back from the place. But first, we need to pop by the Tree Folk Village. Oh, pick me! You gotta pick me! I'll smack some sense into those Empire-loving dummies. Yup. Would the provisional leader and oh fantastic captain be so kind as to select the rest of his traveling companions? Das machen wir. Selbstverständlich. Ei, 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 ei. Hei, 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 dann selecten wir mal. Auf jeden Fall kommt Francesca mit. Wen nehme ich denn für Lang mit? Bisschen Magie. Ah, komm, machen wir mal hier. So. Könnte ich ja immer noch ändern, wenn es darauf ankommt. Can I trust you to look after our benefactor? Her ladyship, Countess Periel. Selbstverständlich. Got it. Thank you. And yes. So, keine Ahnung, ob das hier nochmal was wird, aber ich würde mal sagen, ja, wunderbare Reise. Viel passiert, viel passiert. Und, ey, es macht Spaß, taktischer Tiefgang, man kriegt mal ein bisschen auf die Fresse auf den Kämpfen. Es passiert sehr viel, politisch geht ab, der Basenausbau ist jetzt dabei. Das Rekrutieren geht richtig los, dass wir Leute holen müssen. Es ist einfach wunderbar. Ich habe Bock weiterzumachen. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Und ich hoffe, dass das einfach so bleibt. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.